Ah, Covid-19, wie uncool. Wie uncool du bist. Man kann auch nichts Geiles mit dir erleben. Ja? Wenn ich es vergleiche mit AIDS. Da hat man einfach noch geilen Sex können haben, bevor du gestorben bist. Ja? Oder BSE, da hat man wenigstens noch einen geilen Rindshamburger vorher reinstopfen, bevor man gestorben ist. Oder Ebola. Ja, schöne Ebola. Da hat man wenigstens schon das Afrika-Reisli können machen, bevor du gestorben bist. Aber mit Covid-19 kannst du nichts machen. Was kannst du? Kannst du mit dem Viktor im Lift stehen und dann stirbt der Viktor? Ja, das ist langweilig. Covid-19 ist auch ein völlig dummer Name für ein Virus. Covid-19. So gemeingefährlich und schlimm wie du bist, müsstest du eigentlich Kevin95 heißen. Oder einfach die alten 88 wäre auch ein schönes Ding, würde ich mir vorstellen. Und schau mal, wie du aussiehst. Ich weiss jetzt, ihr da und auch Patti denkt, wieso so schlimm, du siehst gar nicht aus. Doch, er sieht wirklich schlimm aus. Was soll denn das darstellen? Ja? Du siehst aus wie der Foxy, wenn er etwas Schlechtes gegessen hat. So sieht der Foxy aus. Weißt du, wie du aussiehst? Du siehst aus wie der Mike Müller im Fasnachtsgewändli. So siehst du aus. Du siehst aus wie das, wo ich wohne an der Langstrasse. Du siehst so aus wie das, wo ich jeden Sonntagmorgen bei mir vor der Tür liegen habe in der Langstrasse. So siehst du aus. Und alle, die jetzt denken, Langstrasse vor der Tür am Sonntagmorgen, er meint einen Kotzfladen. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, was da von mir vor der Langstrasse liegt am Sonntagmorgen um 4 Uhr, der Mike Müller im Fasnachtsgewändli. So ist es. Auch spannend, jeder weiss, wie du aussiehst, was passiert, wenn du sagst, aber niemand, das ist aufgefallen, niemand weiss, wie der Virus tönt. Ich habe mir da mal Gedanken gemacht, wie der Virus tönen könnte. Und ich bin überzeugt, er tönt so. Oder? Also ein bisschen wie wenn der Büssi Sex hat alleine. Ja? Er tönt ein bisschen. Wie der Applaus, wenn Rebecca mal ausverkauft hat, so tönt das. Tönt ein bisschen wie der. Gehört das Geräusch? Ein bisschen wie der Viktor beim Bisseln. Ja? Oder wenn Patti Basler tut nackt Seile gumpen. Ein bisschen so tönt das. Oh Virus, weißt du, wie du schmeckst? Du schmeckst so wie meine Foxy-Finken nach 2 Wochen wahrscheinlich, nehmen wir jetzt mal an. Der Virus, das habe ich auch noch, man lernt ja auch etwas, ja, bei der ganzen Zeit. Der Virus ist ein Partikel, also er ist eigentlich noch unter dem Eizeller, ja, also heisst noch unter dem Andreas Glarner und das muss man schaffen. Symptome sind auch total lächerlich, ein bisschen Husten, ein bisschen Fieber. Schlimmste Symptome vom Virus sind der Marco Rima. Aber man muss natürlich auch sagen, Virus, was du uns alles geklaut hast. Ja? Was hast du uns alles geklaut? Ich zähle mal auf. Unsere 3 Begrüßungsküssli hast du geklaut. 1 Bundesrat hast du uns geklaut. 7 Gardisten. 2 Bürzenbuben Stadionkonzerte hast du uns geklaut. Und der ganze fucking FC Basel. Virus, du bist ein geiler Sieg. I love you.